Ja, hi Leute, heute wieder ja, Destiny 2. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich euch auf jeden Fall mitnehme, wenn ich den weiteren Questschritt mache für die träumende Stadt. Und ich muss jetzt Besessene besiegen. Deswegen bin ich in der ETZ, weil ich werde mich jetzt zum Schlamm begeben. Ich war eben hier bei Devrim und habe mir erstmal noch Quests abgeholt, also die täglichen Sachen, die man so machen kann. Weil wenn ich schon Feinde besiege, dann kann ich die Feinde auch besiegen mit den ganzen Quests, die man noch annehmen kann. Und wir werden jetzt sofort zum Schlamm wechseln, weil dort soll ich die Besessenen besiegen. Und da bin ich ja mal gespannt drauf, wenn ich den Questschritt voll habe, wie es dann weitergeht, weil ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mir da vorher keine Information geholt. Ich habe mir einfach gedacht, wir gehen dahin und sehen zu, das war so ein paar... Oh, da sind... Oh, die sind schon wieder weg, gut. Das war dann... Jetzt weiß ich nicht, ich habe den Faden, glaube ich, gerade verloren. Ich will hier die auf jeden Fall erstmal die Besessenen machen. Ich hoffe, dass ich auch gleich welche finde. Wir gucken mal. Das sind Kabale. Da sind auch Kabale, die wollen wir nicht. Ich will keine Kabale. Ich weiß auch nicht, wie das ist hier mit der mit dem Event, der da gleich ist, ob da dann Besessene sind. Ich muss halt einfach mal gucken, wo ich Besessene finde. Das ist kein Besessener, das sind Kabale. Die Besessenen, das sind ja immer die, die so schwarz sind und so komisch aussehen. Ich hoffe, ich krieg hier welche. Na komm, Dämmerlicht sammeln wir mal ein. Kannst du immer gebrauchen. Hier, oh, Alter, ein Dicker. Komm, den machen wir erstmal weg. So, den haben wir erstmal beseitigt, den Dicken. Sehr nice. Ich weiß noch am Anfang, wo ich hier war, wo der dann immer kam. Der hat mich immer irgendwie niedergestreckt. Da liegt ein Toter irgendwo. Okay. Also ich sehe hier noch keine Besessenen. Wo seid ihr? So, mein Freund. Ich werde immer, immer besser, glaube ich. Sehr nice. Keine Besessenen. Keine Besessenen. Wo? Oh. Ärger mich nicht, Freundchen. Zeige ich dir, wo der Hammer hängt. Also ich weiß, dass in irgendeinem verlorenen Sektor hier Besessene drinne sind. Aber in welchen? Sehr nice. So. Muni habe ich. Genug. Dann gucken wir doch mal. Wo wir hier Besessene finden. Ich möchte Besessene finden. Er hat mir ja gesagt, im Schlamm. Oh, oh, das Event beginnt gleich. Oh, den haben wir auch. Dann wollen wir mal gucken, wann das Event beginnt. Und zwar jetzt. Haben die Hüter entdeckt? Ja, haben wir. Weil ich möchte jetzt wissen, ob hier Besessene kommen. Wenn hier jetzt Besessene kommen, wäre das natürlich optimal.
Ich gehe erstmal ein Stück zurück und warte mal ab, wenn der Event jetzt startet. Der sollte ja jetzt eigentlich starten. Der ist da hinten. Moment. Dann gucke ich da doch mal hin. Besessene. Jawohl. Drecksviecher. Bring sie zurück. Sauber. Schade, hätte ich weiter da hinten rein funken müssen. Aber das ist richtig nice, dass ich jetzt Besessene habe. Danach habe ich gesucht. Ich mache auch das Ding noch nicht kaputt, weil da kommen immer mehr Besessene. Und wir wollen das Ding ja voll kriegen. Okay, hört von alleine auf. Schade eigentlich. Wo ist die nächste Fäule? Jetzt müssen wir die nächste Fäule finden. Da, nice. Oh, ein Dicker. Machen wir doch so, oder? Oh, jawohl. Ist richtig cool. Muss ich nicht weit laufen, um mir hier weitere Besessene anzutun. Ich muss aufpassen auf meinem Lebensbalken. Ja. Moment. Ich gehe euch mal kurz aus dem Weg, weil... So, da haben wir auch wieder ein paar Besessene besiegt. Fäulezustand ist 20%. Und hier habe ich jetzt... Boah, erst 10%. Junge, Junge. Also das ist... wird lange dauern. Das wird ein wenig länger dauern. Da ist irgendwo die nächste Fäule. Ja. Da gehe ich jetzt mal hin. Was ist das denn hier? Ach so, das ist von irgendeinem... Hier sind auch Kabale. Ah, hier gibt es genug jetzt Besessenen. Und die muss ich auch alle haben. Das ist immun, okay. Kommt. Ich hoffe, ich kriege von den, die eine andere Farbe haben, mehr Prozente. Wäre natürlich richtig nice. Die muss ich auch hier, weil nicht, dass die mir gefährlich werden können. So, Event ist abgeschlossen. Damit sind... Devrim, wir haben sie geschlagen. Natürlich habt ihr das. Ich habe nie gezweifelt. Damit sind natürlich auch die Besessenen jetzt weg. Jetzt muss ich gucken, wo ich noch mehr Besessene bekomme. Die kommen hier dauernd nach. Ist doch doof. Will ich nicht. Ja, komm. Wir brauchen Besessene. Hier sind überall Kabale, aber keine Besessenen. Vielleicht sollte ich doch mal in so ein... Ich gehe mal in den Sektor rein. Weil ich glaube, hier sind nämlich auch Besessene drin. Im verlorenen Sektor.
Wäre natürlich echt nice. Ja, hier sind Besessene, jawohl. Also das kann man dann auch gut machen. Dann geht man halt in verlorenen Sektor rein und macht hier die Besessenen. Ist natürlich cool, wenn die sich teilen. Denn umso mehr Besessene bekomme ich. Ich weiß aber auch nicht, ich glaube nicht, dass die sich unendlich teilen. Eine besessene Hexe. So. Das haben wir auch. Und hier kommen wieder welche. Jawohl. Komm. Sehr nice. Da kommen die nächsten. Also wenn es richtig gut läuft, dann müsste ich eigentlich, wenn der Sektor vorbei ist, vielleicht die Aufgabe erfüllt haben. Wo ist der? Da. Okay. So. Weiter geht's. Ihr bösen Besessenen, Besessenen, ich werde euch klatschen. Okay, warte mal, machen wir mal so. Fein. So, dann holen wir mal den Bogen raus und gucken mal. Sieht fast gut aus. Aber ich werde das Ganze jetzt mal büschen. Abkürzen. Das ist übrigens Lawine. So, haben wir. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass die mich hier nicht... Jawohl, fein. Muni. Dann holen wir uns die Beute. Verlorenen Sektor geräumt. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir gekommen sind. Alter Schwede, das wird echt dauern. Ich glaube, Vorteil wäre, wenn ich hier noch mal reingehe. Den ganzen Weg jetzt zurückgehen habe ich natürlich nicht unbedingt Lust. Da bin ich reingegangen. Da werde ich da auch wieder reingehen. Oder wir gehen in den Schaft rein. Ich mache die Schnellreise. So komme ich natürlich gut raus aus dem verlorenen Sektor. Und dann gehe ich noch mal in den verlorenen Sektor rein, weil... Ihr habt ja gesehen, da sind genug Besessene drin. Da gibt es zwar echt nicht viel Prozente, also das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Wir sind aber erst bei 13 Minuten und... ach, ich habe da ja meinen Spaß dran. Da ist auch... Oh, das ist ein dicker Besessener. Und ich hab ihn. Jawohl. So. Den haben wir uns geholt. Und ich denke, wir gehen auch sofort wieder in den verlorenen Sektor rein. Der war. Ich muss immer erst gucken, wo das war.
Hier bin ich jetzt wahrscheinlich verkehrt. Ja klar, war doch logisch. Da muss ich hin. Ups. Da ist er. Und auf geht's rein in den verlorenen Sektor. Ach, ich gehe da gleich rein. Lassen wir die mal außen vor. So, und hinein. Hey, runter. So. Und nochmal gemacht. Und nochmal gemacht. Und nochmal gemacht. Gibt nicht viele Prozente. Leider. So, die Hexe haben wir auch wieder besiegt. Ich guck mal, wie viel Prozent ich jetzt für die paar bekommen habe. Waren jetzt nicht viele. Da machen wir das ganz einfach. Ich denke, ich mache hier mal einen kleinen Schnitt. Ich werde hier noch fünfmal reingehen, ungefähr. Und werde die ganzen Besessenen auf jeden Fall besiegen. Wenn ich dann zum Ende komme, also wenn die Prozente nicht mehr so viel sind, dann hänge ich dieses Stück hier wieder dran, damit ihr dabei sein könnt und seht den Questabschluss. Ich habe euch auf jeden Fall gezeigt, wo man hingehen muss, um wie man, oder dass das gar nicht so verkehrt ist, wenn ich zum Beispiel in den verlorenen Sektor reingehe. Der verlorene Sektor, der ist ja eigentlich relativ schnell gemacht. Das dauert ja nicht ganz so lange. Und ja, wir sehen uns gleich zum Abschluss. Ich cutte das Ganze hier erstmal und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr mich natürlich auch gerne abonnieren. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Ich kriege jedes Mal ein Grinsen, fröhliches Gesicht, wenn ich auf meinem Kanal gucke und sehe, ich habe schon wieder neue Abonnenten dazu bekommen. Das freut mich jedes Mal, denn ich denke mir, das ist für mich oder in meinem Alter auch nicht so selbstverständlich, dass man schnell Abonnenten gewinnt. Schnell geht es ja auch momentan noch nicht, also bei mir dauert es ein bisschen, aber mittlerweile ist es so, dass ich teilweise auch schon 3 oder 4 Abonnenten am Tag bekomme und das ist richtig, richtig, richtig mega nice. Ihr seid herzensgut und ich finde es klasse und ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, wie ich das Ganze weiter vollführen werde, wenn mein Kanal doch noch so weit wächst, dass ich ein bisschen mehr Erfolg habe und vielleicht auch die Chance habe, irgendwie an Giveaways oder sonst was zu kommen, dann werde ich sie euch auf jeden Fall zukommen lassen und wäre richtig nice auch für mich. Aber das ist noch ein bisschen in Ferne. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten und ich gebe mir Mühe. Ich versuche mir echt Mühe zu geben. Und wie gesagt, ich schneide das Ganze jetzt hier erstmal und hänge dann den Rest oder das Ende hänge ich an dieses Video dran. Also bis gleich. Ja, so, da sind wir wieder. Leute, 2%. 2% brauche ich noch. Das heißt, ich gehe ein letztes Mal in den verlorenen Sektor. Und ich werde auch nur die 2% machen. Ich werde den Sektor also dann nicht beenden. Ich war jetzt hier gefühlt 500.000 Mal drinne. Gefühlt. Also es war nicht so viel. Aber ihr wisst, wie das manchmal ist, wenn du so eine Aufgabe gestartet hast oder eine Aufgabe machst. Und du schlenderst hier durch die Gänge und klatscht lauter Gegner. So, irgendwann hast du das Gefühl, boah, ich war jetzt hier so oft drin, ich weiß alles auswendig, ich weiß, wo jeder einzelne Gegner spawnt
oder lang kommt. Hier kommt gleich einer um die Ecke. Da, siehst du? Habe ich es nicht gesagt? Oh. So, ich habe es geschafft, Leute. Ihr habt es gerade gesehen. Der Questschritt ist fertig. Ich werde eben noch mal hier die Lästigen beseitigen. So. Die Lästigen habe ich erstmal beseitigt und jetzt bin ich am Überlegen. Mache ich den Sektor zu Ende oder nicht? Komm, Leute, ey, lasst uns den Sektor noch zu Ende machen. So lange dauert der ja nicht, der geht ziemlich schnell. Und wenn ich die jetzt nicht tausendfach spawnen lasse oder teilen lasse, dann klappt das auch wunderbar. Der Endgegner ist eh nicht schwer. Dafür habe ich ja die Lawine. Als erstes schmeiße ich hier eine Granate, damit da diese kleinen Fuzzis erstmal ein bisschen beseitigt werden. Das ist immer ganz wichtig, weil die können dir ja echt aus dem Hinterhalt manchmal übelst Schaden verursachen. So. Wenn ich so weitermache, oh, geht mir die Muni aus. So, das war's mit dem Endgegner. Jetzt werden wir noch, oh, der ist immun, weil da hinten einer steht, der ihm Schutz gibt. So, das haben wir. Der wird gemessert. Hoffentlich teilen die sich jetzt nicht noch unendlich. Haben wir hier noch irgendwo einen? Nein. Erstmal noch ein bisschen einsammeln. Beute einsammeln. Ich habe auch nicht einmal irgendwie was Nettes gekriegt. Obwohl ich hier echt zigmal drin war und die Kiste geöffnet habe. So, dann wollen wir mal gucken, Leute. Ich soll zu Spider zurückkehren. Das machen wir jetzt. Wir kehren jetzt zu Spider zurück. In die Via Bucht. Und gucken, was Spider uns da sagt. Ich freue mich schon drauf. Ich bin voll gehypt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt beendet habe oder noch nicht. Wenn ich es noch nicht beendet habe, wenn noch irgendwas kommen sollte, werde ich natürlich noch ein Video dazu machen, auf jeden Fall. Denn ich möchte euch ja zeigen, wie man das macht, wie das geht, wie ich das mache. Und ich hoffe, dass es euch auch interessiert. Es wäre ja doof, wenn es euch nicht interessiert, aber ich kann mir vorstellen schon, dass es euch interessiert, sonst würdet ihr die Videos nicht schauen. Und das freut mich halt. Ich bin, wie gesagt, ich über jeden Abonnenten, über jeden, der hier irgendwie meine Videos guckt. Oh, kann ich die Kiste? Kann ich die Kiste? Kann ich die Kiste? Tatsache. Wow. Ohne irgendwas gemacht zu haben, bekomme ich Klamotten. Das ist sehr nice. So, dann gehen wir mal zu Spider. Spider, ich komme. Lalalalala. Voll nice. Petra ist nicht da. So, Spider. Schauen wir mal. So, ich werde dir den Namen meiner Quelle nicht verraten, aber ein Hüterfreund von mir ist sehr davon überzeugt, dass der Äther des Hohns von der Dunkelheit selbst korrumpiert wurde. Das ist genau das, was deine kleine Kugel braucht, um dich in die träumende Stadt zu bringen. Was? Spider. Heißt, ich muss noch was machen. So, was müssen wir noch machen? Absorbiere Dunkelheit vom verdorbenen Äther.
im öffentlichen Event Ätherernte in der Wiehornschlucht. Besiege 3 Häuptlinge und schließe das Event ab, um Fortschritt zu erzielen. Okay. Ihr habt es gesehen. Also das wird noch eine Destiny 2 Folge, weil es noch ein Questschritt ist und wie gesagt, ich will die Videos ja auch nicht zu lang halten, denn wenn es zu lang ist, für manche Leute ist es halt uninteressant, so lange Videos zu gucken und deswegen denke ich mir, machen wir da auch eine neue Folge von. Und hat mich aber gefreut, dass ihr auf jeden Fall bis hierhin dazugeschaut habt. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, ihr dürft mich natürlich gerne abonnieren. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Und das zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Und wie gesagt, für mich ist es ja auch nicht selbstverständlich, dass ich so viele Abonnenten bekomme. So sehe ich das. Ich weiß nicht. Ne, also... Es ist halt so, wenn man ein bisschen älter ist, ist das nicht mehr ganz so einfach, als wenn man irgendwie jünger ist und das Publikum so auf seine Seite ziehen kann. Aber wie gesagt, ich freue mich über jeden Abonnenten und ich freue mich auch über meine Abonnenten. Zum Zeitpunkt des Videos habe ich 190 Abonnenten. Dafür nochmal herzlichen Dank. Freut mich und ich hoffe, ihr... Euch gefällt auch diese Folge wieder von Destiny 2 und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in einem meiner nächsten Videos. Ihr dürft auch gerne einen Kommentar da lassen. Daumen hoch wäre natürlich auch nice, würde ich mich auch drüber freuen, das wisst ihr. Kommentare sowieso und ich antworte auch auf Kommentare, wo man drauf antworten kann oder wo man was drauf antworten sollte. Das mache ich natürlich auch, das wisst ihr. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ich wieder dabei bin. Und bis dahin, gehabt's euch wohl, euer Dieter. Ciao.